Hallo und herzlich willkommen zu Mitgedacht. Heute hier aus dem Europa-Rosarium in Sangerhausen. Hier stehen wir nun. Die Blumen blühen und doch wurde mir gerade gesagt, wird schon alles winterfest gemacht. Und so ein bisschen mit diesem Festmachen, sich vorbereiten, so fühle ich mich gerade. Wir sind am Anfang einer neuen Welle von Einschränkungen. Und um ehrlich zu sein, ich bin müde. Wir sind erschöpft. Und wenn ich mit den Leuten so spreche, dann höre ich genau das. Müdigkeit, Erschöpfung, Angst und Sorge. Gastronomen, Kulturbetriebe, Solokünstler, sie alle sind jetzt trotz einer ganz großen Anstrengung, die gemacht worden ist, um sich richtig zu verhalten und möglichst verantwortungsvoll zu sein, sind jetzt leider doch gezwungen, wieder zuzumachen. Dazu kann man stehen, wie man will. Wir als Kirchgemeinde haben uns dazu entschieden, unter der Woche alles ausfallen zu lassen. Die Gottesdienste finden unter noch strengeren Sicherheitsvorkehrungen weiter statt. Und jetzt stehen wir hier, irgendwie unsicher. Und nebenbei quillt dann noch die ganz anderen Sachen zu uns herüber. Wir haben von Frankreich gehört, von den Morden, dem Terroranschlag, der dort passiert ist, vorgestern in Österreich. Alles fällt irgendwie so auf einen Punkt zusammen. Frustration, Ärger, Sorge und jetzt auch noch so ein bisschen die Angst, dass noch was anderes richtig stark auf uns zukommt, außer das Coronavirus. Christus spricht in seinen letzten Worten an seine Jünger im Johannesevangelium zu ihnen und sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus erkennt an, dass seine Jünger Angst in der Welt haben. Er erkennt an, dass wir Angst in der Welt haben. Und vielleicht trifft dieses Wort in der jetzigen Zeit so zu wie selten zuvor oder selten, woran ich mich erinnern kann, dass es so krass zutrifft wie heute. Und doch ist dieser eine Satz, ich habe die Welt überwunden, das, woran ich mich festhalte. Wir werden das überstehen. Wir werden es überwinden. Daran halte ich mich fest. Und wir als Kirchgemeinde vor Ort in Altstadt und Wolferstedt wollen mit euch zusammen dazu beitragen, dass es gelingt. Das werdet ihr nächste Woche schon sehen zu St. Martin. Wir haben uns eine schöne Aktion ausgedacht, wie wir trotzdem St. Martin feiern können, auch wenn wir keinen Umzug machen können. Und keine große Feier, wie das die Jahre davor war. Die Kindergärten werden eigene St. Martins-Hörnchen von der Kirchgemeinde bekommen, und zwar von Kalbsried bis nach Holdenstedt. Wir werden mit Bäckerei Meie, die mit uns zusammen kooperieren, Hörnchen als Mitgabe haben in der Bäckerei. Da wird nochmal dieser Slogan draufstehen, fürchtet euch nicht. Und noch ein bisschen was dazu zum Hörnchen, kleine Martinsgeschichte und solche Sachen. Und das ist der Beginn einer größeren Kampagne, die wir bis Ende des Jahres machen wollen, indem wir wirklich versuchen zu tun, was machbar ist, unter der Berücksichtigung dessen, was sicherheitstechnisch geht. Und dazu will ich dich ermutigen, wenn du weißt, wo du uns brauchen kannst, im Gebet, in der ganz praktischen Hilfe. Wenn du jemanden kennst, der Hilfe braucht, und du sagst, ich schaffe es aber nicht allein, ich brauche Verbündete dazu, dann sag uns Bescheid. Über Facebook, über Instagram, über YouTube, per E-Mail, du kannst auch anrufen. Gerne. Wir werden es überwinden. Denn ich bin ganz sicher, Gott wird uns die Kraft dazu geben, das Richtige zu tun. Umsichtig zu sein und gleichzeitig mutig zu sein. Die Balance dazwischen zu finden. Und dass wir uns auch nicht von denen werden davon abbringen lassen, die versuchen gerade jetzt in so einer ganz schwierigen Phase unsere Gesellschaft zu destabilisieren. Ich glaube dran. Christus hat die Welt überwunden, er kennt unsere Angst und er gibt uns die Stärke, das zu überwinden, was vor uns liegt. Ich wünsche dir Gottes Segen für diese Zeit. Den Mut, die Dinge anzunehmen, die du ändern kannst und anzugehen und auch ein Stück weit Gelassenheit, auch wenn das sehr, sehr schwer ist, die Dinge hinzunehmen, die jetzt nicht änderbar sind, auch wenn du vielleicht auch müde bist, abgekämpft oder entnervt. Gott segne dich in dieser Zeit. Er segne uns als Gemeinschaft, die wir hier im digitalen Raum verbunden sind, aber auch an unseren Orten.
Es segne dich, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich freue mich, von dir zu hören. Wir freuen uns, von dir zu hören. Bleib behütet und bis bald.